Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Fallout 3 mit Emot. Gestern und vorgestern gab es keine Videos, aus dem einfachen Grund, dass ich keine Zeit hatte. Wir sind überlastet. Um genau zu sein, 7 Kilo. Verdammt. Komm her. Komm her. Komm. Bitte verkauf irgendwas. Ja. So, kann ich deine Ware sehen? Na klar. Was haben wir denn? Wir hätten noch. Blöd, dass man nicht nach Gewicht ordnen kann. Wir hätten noch eine Glock. Dann. Ach ja, wir haben uns ja alles zusammengeklaut, stimmt. Habe ich die überhaupt hochgeladen? Ich guck gleich nach. Dann hätten wir noch zu verkaufen. Jetzt hab ich den Moment an. So, ja, das. Sonstiges. Bla, Waffen. Tschüss, Flammenwerfer. Du bist mir ein bisschen zu schwer. Ein weiterer zufriedener Kunde. Tschüss. Und tschüss. So, wir laufen wieder schneller. Ja, wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wir waren nicht im Outpost. Da waren wir schon. Tja, dann würde ich fast behaupten. Nein, wir machen uns besser nicht auf die Socken nach Canterbury. Erstmal nach Megatown. Megatown, natürlich. Was nehme ich heute wieder für Drogen? Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, um wie viel Uhr ich angefangen habe, obwohl ich mir jetzt eine Uhr besorgt habe. Das ist ziemlich schlecht. Ja, heute ist der zweite. Die Uhr geht richtig. Hallo Megatron. Guten Abend. Hallo? Hallo? Red John? Nein. Hallo, hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Bart? Hallo? Bart? Hallo? Ich finde ihn nicht. Da der? Ja. Genau. Was soll ich noch für dich? Ich habe vergessen, die ESP zu benutzen. Stimmt. Verdammt. Ich sollte nicht so vergesslich sein. Ich müsste um 52 angefangen. Hallo Jack Norris. Das hier wird jetzt die Folge über Jack Norris. Was machst du hier? Tagsüber beobachte ich das Brahmin. Nachts schlafe ich. Du beobachtest ein Brahmin? Was soll das bringen? Nicht so laut, es kann es hören. Komm etwas näher. Ich spioniere es aus. Spionierst es aus? Psst, sei leise, es kann es hören. Ich versuche seine geheime Kampftechnik zu beobachten. Das fliegende Huf im Schatten der Todeskralle. Das? Fliegendes was? Du kannst nicht lassen, oder? Ich sagte doch, es ist geheim und du musst leise sein. Wenn du so laut bist, dann scheut es. Ich kann weitere 20 Jahre damit verbringen, sein Vertrauen zu gewinnen, bis sich wieder unbeobachtet fühlt. Hast du die geheime Kampftechnik schon gesehen? Es ist jeden Augenblick soweit, ich kann es fühlen. Kennen wir uns? Du kommst mir so bekannt vor. Keine Ahnung, ob du schon mal in Kalifornien warst. Nein, in Kalifornien war ich noch nicht. Gut, ich auch noch nicht. Wieso fragst du mich dann? Ich dachte, du kennst mich schon irgendwoher. So können wir Kalifornien schon mal abhaken. Wie steht es mit Kanada? Lass mich raten, da warst du selbst noch nicht. Stimmt, also scheinst du mich doch zu kennen. Ich habe nur geraten. Verdammt, bist du gut. Ich wäre fast drauf eingefallen. So kommen wir nicht weiter. Wie ist dein Name? Jake. Jake Norris. Hast du einen Bruder? Klar, der ist sogar eine Berühmtheit. Wodurch ist der berühmt geworden? Keine Ahnung, da musst du ihn selbst fragen. Du kennst ihn wohl nicht persönlich. Muss ich ja nicht, er ist ja nur mein Bruder.
Weißt du irgendetwas von ihm, was uns weiterbringt? Er ist ein exzellenter Kampfsportler und hat Filme gemacht. Moment mal, Filme werden doch seit 100 Jahren nicht mehr gedreht. Deswegen kann er doch ein guter Kampfsportler sein. Würde er hören, wie du über ihn redest, dann würde er dich zusammenfalten. Hey, mach mal langsam, ich hab doch gar nichts gesagt. Ich nehme deine Entschuldigung an und leite sie weiter. Wie heißt denn dein Bruder? Chuck, und wehe, du lachst. Meinst du Chuck Norris? Aber der ist doch längst... Richtig, er ist auf Reisen, um neues Filmmaterial zu beschaffen. Sein neuer Film handelt von einem Ghoul-König, der im Krieg in ein chinesisches Gefangenlager kommt, gefoltert wird und am Ende den Kommandanten in einem Zweikampf besiegt. Die Geschichte kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Fängt schon wieder an zu stänkern. Chuck wird nicht erfreut sein, wenn du sein Drehbuch kritisierst. Er hat einen echt mörderischen Kick drauf. Ich sehe schon deinen Kiefer splittern. Naja. Raider sind keine Schokoladenriegel, aber eine Suppe. Aua. Schau immer in die Sonne. Verdammt, ist mir schon wieder heiß. Wenn du Chuck triffst, sag ihm, du bist ein Freund von mir. Kennst du schon die Gegend aus? Natürlich, da hinten ist eine Bar. Dort ist der Arzt und da oben ist ein Laden. Nein, ich meine im Ödland. Ist hier dir nicht öde genug? Du kennst also keine besonderen Orte, die mir weiterhelfen? Kenn schon, aber du siehst mir nicht kräftig genug aus. Hey, ich habe deinen Bruder umgehauen. Verdammt, habe ich den Kampf verpasst? Blödes Brahmin, ich hoffe, es legt bald los. So verpasse ich noch mein ganzes Leben. Für den Sieg habe ich doch eine Belohnung verdient, oder? Stimmt, du scheinst dafür bereit zu sein. Nun rede schon. Um was geht es? Um den Dungeon of Terror. Okay, den Dungeon of Terror? Vor Tenor? Ghouls, eine Menge Ghouls und keine Königin. Wo sind Ghouls? Was für Ghouls? Draufgegangen, alle draufgegangen. Die hatten keine Kampfsportausbildung. Wer ist draufgegangen? Die Ghouls? Nein, verdammt. Dungeon of Terror! Stopp. Ich komme ganz durcheinander. Das liegt an der Kampfsportausbildung. Ohne gehst du dort einfach drauf. Wo ist dieser Dungeon of Terror? Das weiß ich doch nicht. Wieso fragst du? Du hast mir doch gerade davon erzählt. Du kannst einfach nicht lassen, oder? Stimmt, ich habe genug erzählt. Erzähl mir sofort, was du weißt. Ist ja gut, brauchst ja nicht gleich zu schreien. Vielleicht kann dir Bart Henderson mehr sagen. Er weiß, wo der Eingang ist. Verdammt, jetzt hat das Brahmin uns gehört. Hast du irgendwelche Tipps? Wilde Brahmin-Bullen beherrschen einen krassen Frontkick. Schleich dich an und beobachte sie. Tschüss. Das waren jetzt 6 Minuten geballter Brainfuck von Jake Norris. Ich glaube, wir haben gerade den fliegenden Huf im Schatten der Todeskralle verpasst. Ich würde gerne so eine Hake als Waffe haben. Irgendwie kommt mir die Steuerung im Moment ein bisschen komisch vor. Was müssen wir denn jetzt noch erledigen? Aufgaben. So, die Kraft des Atoms. Wir müssen noch Ghule töten, genau. Töten wir Ghule. Was darf denn sein? Okay, er hat noch keine neuen. Lass mich durch. Krasses Bild. Und irgendwie passt die Axt überhaupt nicht zur Power-Rüstung. Ich kann halt kein Deutsch. Power-Rüstung. Heute wird übrigens nur eine Folge kommen, weil ich im Moment wenig Zeit habe zum Rendern und Hochladen und bla. Und außerdem im Moment irgendwie ziellos hier rumrenne. Was? Achso. Wer hat hier eine Plasmawaffe? Schleimhaufen. Wilder Giftspeichel. Hallo Lucky. Möchten Sie einkaufen? Ja, ich bin hier, weil ich kaufen will. Bitte, sehen Sie sich meine Sammlung qualitativ hochwertiger Problemlöser an. Ich liebe dich, Lucky Harif. Ich liebe dich. Tracker. Achso. Wir müssten ein paar Sachen verkaufen, wie zum Beispiel das. Und, nee,
den verkaufe ich nicht. Den hier verkaufe ich aber. Dann würden uns noch 10 Kronkorken fehlen. Jetzt nicht ehrlich, oder? Okay. Okay, ich habe mich verrechnet. Akzeptieren. Danke. Bist du mit? Ich habe einen 300er Revolver. Das war doch auch das einzige Produktive, was ich in dieser Folge, glaube ich, gemacht habe. Übrigens, wenn ich meine Suite habe, werde ich sie natürlich einräumen. Soll ich dazu eine Folge machen oder nicht? Ich werde ja schon ein bisschen wieder wirken. Naja, aber das war diese Folge für heute. See ya!